Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Legend mit den brennenden Magiern. So, wir haben hier einen deutlichen technologischen Vorteil. Wenn man sich alleine mal die Schadenzahl anschaut, 121 gegenüber 35, 58. So, hier haben wir einmal 60. Und wir werden diesen Vorteil ausnutzen und jetzt den Krieg erklären. Aber wir können hier einmal schauen, ob die noch Verbündete haben. Haben sie aber nicht. Und ja, Kriegserklärung. Kombat 22 Einfluss. Kant geben. Wir können mit denen ja, weiß nicht, wenn wir uns für einen Waffenstillstand noch eine Technologie geben. Also nicht, dass die noch irgendwo mit einer Mini-Armee dann angedackelt kommen, hier. Dann haben wir jetzt gerade einen Waffenstillstand. Wir glauben an die Diplomatie und sind bereit, diesen Krieg mit einem Waffenstillstand zu beenden. Ah, der dauert dann 20 Runden. Den kann man auch berechnen, aber das kostet dann extrem viel Einfluss. Wenn ein kalter Krieg euren Ambitionen keine Grenzen setzt, wird ein Krieg es sicher errichten. Ah, schauen wir mal. So, das ist natürlich jetzt interessant. Der Wein gibt 30 Zustimmung. Aber wir haben auch andere Luxusressourcen, die wir aktivieren können. Und der Wein gibt halt nur Zustimmung. Und die anderen Luxusressourcen, die geben halt zum Beispiel hier der Stadtunterhalt aller Städte wird um 50% reduziert. Dann haben wir hier plus 50% Nahrung auf Städte. Plus 100% Erfahrungspunkte auf Einheiten. Und plus 100% das durch Handelsrouten. Das mit den Einheiten werden wir jetzt auf jeden Fall reinnehmen. Und Nahrung ist halt jetzt so eine Sache. Wir sind gerade im Winter. Wäre halt besser, das im Sommer reinzuwerfen. Dann nehmen wir hier jetzt ruhig noch Gold. Und ja, hier Handelsrouteneinnahmen. Plus 100%. Und hier bei 170, 170. Bei 120. 170, ja okay, da steht ja auch nur, dass die Goldeinnahmen gesteigert werden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir hier jetzt kämpfen würden, dann hätten wir ja die 5er Armee und die 3er. Also würden gegen 8 Einheiten kämpfen und hätten selber keine Verstärkung. Aber wir sind halt extrem überlegen. Wir können belagern. Wir haben übrigens nur noch 0,5 Punkte in dieser Runde an Bewegungspunkten übrig. Was ist denn hier mit der, also auf der Map aus, strategisch gesehen? Das fällt jetzt natürlich super interessant. Es kann nur von vorne angegriffen werden. Und hier kommt auch keiner runter. Also wenn man hier 1, 2, 3 Nahkämpfer hätte, kann man hinter seine Fernkämpfer positionieren. Ja gut, wir haben nur 2 Nahkämpfer. Aber der dritte Nahkämpfer kann praktisch schon unsere Helden dann übernehmen. Okay.
Wein werden wir nicht reaktivieren. Unsere Schätze sind zufrieden genug. Dann ist hier eine Stadt auf 6 gewachsen. Das heißt, wir können dann dort wieder einen weiteren Bezirk bauen. Ah, alle 2 regulären Bewohner kann man eine neue Bezirksstraße bauen. Aber die Stadt hat eh noch genug zu tun. Ja, den Turm abschließen. Ja, einmal bezahlen. Dass wir hier mehr sehen. Okay. Gut. Fernmeldetrupps abgeschlossen. Ja, vor allem hier plus 2 Platz für Garnisonen. Für Armeeeinheiten. Ja. So. Ah, da ist der Krieg. Also die erste Schlacht des Krieges. Und wir werden hier schon als deutlich stärker eingeschätzt. Der Gegner bekommt halt Verstärkung von der Stadt. Aber das ist ja auch... Ja. So haben wir das ja auch vorher schon gesehen gehabt. Aber der Gegner hat keinen Helden. Ja, wir werden jetzt sofort die Schlacht durchführen. So, offensiv, manuell und bereit. Wir machen mal noch Position halten. Als Standardeinstellung. Ja. Ah, schade, das eine fällt. Aber wir haben die Initiative. So, unsere Nahkämpfer. Also wenn wir jetzt hier... Was haben die Gegner denn an? Haben die Fernkämpfer? Wir haben Fernkämpfer, ja. Das ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt eine defensive Taktik einschlagen. Aber ich denke schon, wir haben den Heiler dabei. Der ist halt super. Ach, da können wir gar nicht hin, aber wir können uns dahin bewegen. Kein Problem. Und da ist unsere Heldin. Ah, dann wäre halt das Ziel hier, die 3 Spots zu belegen. Abwehr haben die 75 und die Heldin hat Abwehr sogar 84. Er kann sich unsere Heldin da rein bewegen. Der Heiler hier in die Mitte. Und... Hier ist alles... Ja, gut, da müsste einer hier durch den Wald laufen, da hinten runter. Das dauert ewig. Also hier wird die relevante Front sein. So. Wir haben Reichweite 3. Und... Ja gut, die Heldin bewegt sich nach vorne. Kann aber ruhig erst nach da. Moment, jetzt keinen Fehler machen. Die können tauschen. Ah, Reichweite 3 kann dort angreifen. Reichweite 3 kann dort angreifen. Alter, steht schon perfekt. Elden,
kann nach vorne laufen, angreifen. Fernkampfeinheiten der Gegner haben Reichweite 3, okay. Ja, aber unser Heiler, der wird das schon machen. Moment. Wir haben 3 Hexer. Ach, wir haben 3 Hexer, wir haben gar nicht. Okay. Müssen wir die Heldin gar nicht nach vorne schicken. Dann können wir die beiden wechseln. Ah, jetzt kann die Heldin gerade nicht angreifen. Ich werde 3. Nee, das gefällt mir nicht. Also, das ist ja eigentlich klar, dass die hier so stehen. Aber den Heiler hier in der Mitte zu haben, ist halt perfekt. So. Ja, praktisch läuft es darauf hinaus, dass eine Einheit jetzt am Anfang nicht angreifen kann. Die haben halt AOE-Fähigkeiten. Die machen dann, wenn die so geklumpt stehen, halt nochmal extra Schaden. Ja, gut. Aber ich finde das halt super, hier diesen Spot so zu besetzen. So. Also. Der Hexer geht nach da vorne. Dann haben wir. Mal dort angreifen, einmal da angreifen. Ja, und die Heldin, die bleibt leider stehen. Ah, okay. Na, hier gibt es halt AOE-Schaden. Jetzt haben wir hier das zugemacht. Und Gegenangriff. Ja, das war zu erwarten. Und jetzt sind noch gar keine Gegner. Also hier, der Heiler, der geht, der heilt dort. Held greift da an. Und die greifen. Oh, einmal da. Einmal da. Und das können wir eigentlich auch auflösen. Da haben wir sehr viele Bewegungspunkte. Und hier haben wir 4 Bewegungspunkte. 1, 2, 3, 4 und können angreifen.
So. Und dann einmal hier auf die Fernkämpfer. So, dann haben wir das. Ah, ganz klare Angelegenheit. Okay. Ja, gut. So, Angriff. Ja, die Verstärkung kam nicht dazu. Aber die Armee haben wir schon mal besiegt. Und jede Einheit hat 47,9 Erfahrungspunkte bekommen. Und Level-Ups. Unser Heiler hat ein Level-Up erhalten. Und die Nahkämpfer, beide Nahkämpfer ein Level-Up. Das sieht doch super aus. Dann können wir hier auch direkt angreifen, auch ohne Belagerung. Die Gegner bekommen dann 200 Verteidigung dazu, aber wir laufen erstmal zwei Schritte. Bisschen mehr, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ja, die Stadt ist auch nicht so schlecht. Hier mit Lamantian und mit Paladian. Doch gar nicht mal so verkehrt aus. Direkt angreifen. Selber und ja, diesmal offensiv. Breit. So. Ja, wir haben wieder die Initiative. Wir kriegen da ja auch 15% dazu durch unsere Nebenzivilisation, die wir assimiliert haben. Und ja, Nahkämpfer nach vorne. Ach, da gibt es gar nichts zum Positionieren, aber hier. Kann aber theoretisch von da runter gehen. Dann machen wir das. Heiler. Helden. Fernkämpfer. Und bereit. Oh, der soll da hinlaufen, da angreifen. Soll da hingehen und da angreifen. Oh. Angriff auf die Front. Und einmal heilen, bitte. Ja, da gab es noch einen Gegenangriff. Ach, schon angreifen und die Einheit heilen, die am verletztesten ist. Ja,
Da wurde noch die Heilung ausgeführt. Und die Stadt gehört uns. 10 Erfahrungspunkte. Ja, wunderbar. Was können wir hier bauen? Was wurde schon gebaut? Ja. Nicht schlecht. Winterunterkunft. Immunität gegen Nahrungsreduktion im Winter. Immunität gegen Akzeptanzreduktion im Winter. Ein Spezialgebäude der Wolters. Wunderbar. So. Einmal Ausbildungsbehörde für mehr Industrie. Das ist hier ein Fluss, der eingefroren ist wahrscheinlich. Ah. Sind schwierig zu erkennen. Ob das jetzt Flüsse sind oder Straßen. Im Sommer erkennt man es halt super. Im Winter ist es schwierig. Okay. Beobachtungstürme. Da oben. Einen können wir auch einbauen. Einmal wechseln. Dann haben wir das so. Auch 3 Dörfer bekommen. Zustimmung in den Städten, die schon lange gehören. Haben wir einmal nur glücklich. Okay, ja, dann aktivieren wir noch Gewürze. So. Ah, Armeen abgegradet. Und hier können wir dann auch weiter bauen. Ruhm des Imperiums. Karawanserei. So. Und hier. Sägewerk und Ausbildungsbehörde. Warum des Imperiums für mehr Einfluss? Geht natürlich auch. So. Ja, mir hat noch Bewegungspunkte. Wir können uns der Quest auch von hier nähern. Aber dann würden wir natürlich die Westflanke offen lassen. Okay. Dann schauen wir erstmal, dass die Flanke jetzt nicht zu groß wird. Und die Region hier ist doch auch fein. Ah, mit Typerium. Glasstahl. Gut, Glasstahl haben wir genug, aber wenn man dann nachher größere Armeen noch hat und die alle ausrüsten möchte, dann kann man auch schnell die strategischen Ressourcen verballern. Hier haben wir
Noch eine Luxusressource. Dann, ja gut, die Stadt ist halt jetzt unverteidigt. Die Beobachtungstürme, die kaufen wir. Mal dahin laufen, ein bisschen, um ein bisschen mehr zu sehen. Okay. Ja, wir machen ohne Ende Dust. Ah, wir haben hier die vier Säulen aktiv. Das ist schon echt nett. Okay, gut Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.